Und wir wechseln nach Wien. Trotz Sommerpause herrscht in der Staatsoper Hochbetrieb. Sie ist die Kulisse für ein ungewöhnliches Filmprojekt. Move On heißt es, und neben Hollywood-Star Matt Mikkelsen spielen vor allem Laien, die in den letzten Wochen via Internet gecastet worden sind. Gedreht wird in 8 europäischen Ländern. Jetzt macht die Crew in Wien Station. Das Parkett der Wiener Staatsoper als Filmset. Rund 200 Wienerinnen und Wiener haben sich in Schale geworfen, um als Statisten bei Move On dabei zu sein. Mitten unter ihnen Hollywood-Star Matt Mikkelsen, der im Film während einer Opernaufführung einen geheimnisvollen Anruf bekommt. Ich wollte mit den vielen Wien-Klischees spielen, aber in einem zeitgenössischen Stil. Als klar war, dass wir in Wien drehen, habe ich gesagt, ein Schauplatz muss die Oper sein. In den letzten Wochen wurden via Internet tausende Statisten gesucht und mit ihnen auch kleinere Nebenrollen besetzt. Über den Inhalt des Films ist kaum etwas bekannt, nur so viel. Move On soll ein Agenten-Thriller und Roadmovie werden und in 8 europäischen Ländern spielen. Die Geschichte verändert sich laufend, weil die Menschen übers Internet ihre Ideen einbringen können. Das Konzept des Films ist, dass es kein genaues Konzept gibt. Es kann vieles passieren. Das Filmteam zieht in den nächsten Tagen weiter und dreht unter anderem in der Slowakei, in Ungarn, in Kroatien und Deutschland. Filmfans sind aufgerufen, sich bis Ende Juli bei Move On einzubringen. Anregungen für das Drehbuch sind immer willkommen und wer weiß, vielleicht stammt die Idee, dass Matt Mikkelsen vorzeitig die Oper verlässt, ja von einem österreichischen Fan des Projekts.